Herzlich willkommen heute zum achten Teil, zur achten Komponente des Birkmann-Tests in Bezug auf deine Persönlichkeit, deine Persönlichkeitsstruktur. Birkmann ist der weltweit beste Persönlichkeitstest, also der Ferrari, der Rolls-Royce, der Bentley unter dem Persönlichkeitstest. Insgesamt gibt es über 100 Seiten Auswertung und eine Komponente stelle ich dir heute vor, nämlich Umgang mit Empathie, Gefühlsbeteiligung, Subjektivität, Objektivität, also alles, was so mit Emotionen zu tun hat, das wird hier der Birkmann-Test sichtbar machen. Gucken wir uns nun die erste Grafik an. Es gibt auf der einen Seite im Normalverhalten Menschen, die im einen Extrem sehr sachlich, sehr unparteiisch, man könnte auch sagen, objektiv sind. Und dann gibt es Menschen im Gegenstück, die sind eher subjektiv, die sind sehr mitfühlend, sehr warm. Und jetzt die große Frage, was ist das Beste? Nun, auch hier ist die richtige Antwort, es kommt immer darauf an, und zwar auf den Kontext. Denn wenn ein sachlich Unparteiischer im Hospiz arbeitet und der Patient hat noch 3 Wochen zu arbeiten und dann sagt der Betreuer, die Pflegekraft, na gut, 3 Wochen haben sie noch, was machen wir, Friseur brauchen sie eigentlich nicht mehr in der Kürze der Zeit. Vielleicht werden wir noch mal ein bisschen gucken, dass wir mal die Erbschaft noch regeln und hier gucken, dass wir alles sauber im Zimmer da lassen. Also wenn man so wenig warm und wenig mitfühlend dann im Hospiz arbeitet, ist man wahrscheinlich falsch am Platz. Auf der anderen Seite, bei mir ist es beispielsweise so, meine Auswertung ist hier sehr sachlich und auch objektiv. Und das nützt meinen Kunden. Wenn bei mir ein Klient mal reinkommt und dem geht es nicht so gut und der heult oder weint vielleicht, nun, wenn ich dann genauso da sitze und mitheule, mitweine, ist es zwar toll, dass es mir jetzt auch schlecht geht, aber ich bin da nicht Teil der Lösung. Und deshalb ist immer die Frage, wo bist du eingesetzt? Sicherlich ist es am besten, wenn du hier in der Mitte bist, wo zwischen 1 bis 99 du die größte Verhaltensfreiheit hast, sowohl mitfühlend und warm zu sein oder auch sachlich, praktisch, logisch. Ich habe das durch meine Bundeswehr- und Polizeiausbildung eher so gelernt und als Coach ist es auch so, dass ich zwar verstehen will, wie es dir geht, aber ich möchte mich nicht beeinflussen lassen, damit die Realität nicht verzerrt wird, sondern wir gucken können, ich als Coach gucken kann, wie ich dir helfen dabei kann, die Perspektive zu wechseln, vielleicht Wege zu finden, die du gar nicht kennst. Beim Normalverhalten gibt es also kein Gut oder Schlecht, sondern nur die Frage, was brauchst du, wo siehst du deine berufliche Zukunft. Interessant ist aber, dass diese Stärken, die du hast, dass sie nur eingesetzt werden können, wenn deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und das ist viel wichtiger, denn wenn diese Bedürfnisse hier nicht erfüllt sind, dann ist egal, was du gelernt hast, du kannst es einfach nicht einsetzen, weil du ganz unten im Stress bist. Schauen wir uns nun das erste Bedürfnis an. Es gibt einige Menschen, die haben kein Bock auf Gefühlsduselei. Nun, bei denen ist es so, die brauchen eine nüchterne Umgebung. Und wenn das alles zu gefühlsmäßig und Haichi und Bombaichi ist, dann kommen die in Stress. Dann fangen die an, die Gefühle anderer abzuwerten. Das ist dann deren Stressverhalten. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben eher das Bedürfnis, ein Ventil oder viele Ventile für die subjektive Sichtweise zu haben. Also Menschen zu haben, die sich tatsächlich für die eigene innere Welt interessieren. Nun, das ist bei mir natürlich von außen her nicht zu erkennen, denn ich bin sehr sachlich, praktisch, logisch. Aber mein Umfeld, meine Freunde, meine Gesprächspartner, die wirklich wichtigen Beziehungen in meinem Leben, die ich brauche, sind die Menschen, die mir ausreichend zuhören und sich interessieren für meine subjektive Sichtweise, meine Emotionen, ohne zu urteilen oder das zu bewerten oder schlaue Ratschläge zu geben. Also deine Aufgabe ist es, wenn du hier bist, dafür Sorge zu tragen, dass dein Bedürfnistank immer voll ist, dass du Nüchternheit hast, dass du am besten in einem wissenschaftlichen Institut arbeitest oder in irgendeiner Institution, wo Gefühle keine Rolle spielen, wo es auch kein Mentoring gibt, wo du dann nicht Trainings und Supervision und Intervision und wie, was macht es mit dir Fragen beantworten musst. Wenn du aber auf der anderen Seite bist und du brauchst Ventilmenschen um dich herum, die dir zuhören, die versuchen nicht zu verstehen, die sich interessieren für deine Welt, für deine Sichtweise, Emotionen und keine Ratschläge geben, sondern einfach nur Teil deiner Welt werden. Nun, wenn du das schaffst, dann kommst du nicht in Stress, du wirst dir keine Sorgen machen und du wirst auch nicht überempfindlich werden. Wenn es aber geschieht, dass du dir Sorgen machst, überempfindlich bist, dann hast du zu wenig Menschen mit Ventilfunktion in deinem Leben. Zusammengefasst also, kannst du nun heute entscheiden, je nachdem, wo du beruflich tätig bist, ob du eher im Hospiz arbeitest, sehr mitfühlend und warm bist und alle Menschen verstehst und in der Familienberatung bist und so weiter. Oder ob du jemand bist, der eher praktisch, sachlich, objektiv Teil der Lösung sein will und sich von den Emotionen der anderen Menschen abgrenzen und schützen will oder sogar muss, um handlungsfähig zu bleiben.
Wenn du zum Schluss kommst, die Mitte ist dein Thema. Nun, du kannst dich aus beiden Richtungen in die Mitte arbeiten oder zur anderen Seite. Das ist durch Training, durch Lernen, durch Coaching veränderbar. Was nicht veränderbar ist, das sind deine Bedürfnisse. Also hier, schau herein, brauchst du Ventilmenschen, dann mach dir einen Zettel von 5, 6, 7, 10, 12 Menschen, mit denen du dich auch regelmäßig triffst, mit denen du dich austauscht und die einfach dir das Gefühl geben, sich für dich zu interessieren, ohne zu werten. Und sollten die Symptome hier unten auftreten, dann denk dran, das bist nicht du in deinem Normalverhalten, sondern das sind Indikatoren dafür, dass dieser Tank, dass der leer ist oder droht, sich zu leeren. Solltest du den Test machen wollen oder mehr Fragen dazu haben, dann kannst du gerne unser kostenfreies Erstgespräch nutzen. Du kannst auf die Webseite gehen und dir noch mehr Videos angucken oder den Test direkt bestellen und mit einem unserer Berater dann auswerten, sodass du genau weißt, was sind deine Stärken, deine Bedürfnisse und woran erkennst du, dass du im Stress bist. Und der Birkmann-Test gibt dir noch ein 12-seitiges Anti-Stress-Handbuch mit dem du dein Umfeld, deine Situation, dein Kontext, dein Verhalten ändern kannst, sodass du nie wieder im Stress, sondern in der Stärke bist. Ich wünsche dir viel Erfolg, empfehle uns gern weiter, abonniere den Kanal oder nutze nun das kostenfreie Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.